Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sunkenland, ihr Lieben. In der letzten Folge waren wir im Bürgerzentrum. Lass mich nochmal kurz gucken. Ja, das Bürgerzentrum. Wir sind da eine Runde getaucht und haben mal geguckt, was es da für tolle Sachen gibt, das das Leben schöner macht. Ich pumpe mal kurz meine Luft nochmal voll. So, das haben wir. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wupp. Die sind soweit voll. Ich würde gerne mal kurz was gucken. Da müssen wir noch mal kurz gucken. Vielleicht bauen wir noch ein bisschen weiter um. Es wird gleich wieder dunkel. Deswegen bringt es gerade nichts in irgendeiner Weise. Vieh haben wir nicht mehr aufzudecken, ne? Hier ist es wirklich nicht mehr. Halleluja. Vielleicht fahren wir erstmal hier unten hin und schauen uns mal die an und decken mal erstmal die auf. Wie gesagt, jetzt zu tauchen bringt nichts. Wir gehen erstmal erkunden. So. Und mal gucken, ob das Boot hier durchkommt. Nein, das war falsch. Ich will gerne. Boah, scheint soweit gut zu sein, ne? Einfach mal die paar Inseln noch aufdecken, gucken, was das ist. Tut ja in den Augen schon wieder weh. Autsch. Warte mal, dieses eine Teil. Vorposten, der sieht böse aus eigentlich. Dieser Vorposten. Ist es die Insel? Das ist der Vorposten. Brücken. Brücken, genau, die Brücken. Die Brücke. Dahinter kommt der Eisberg. Die Insel haben wir noch nicht. Bein ins. Nee, das ist die Mine. Die Bein. Da hinten. Wir müssen auch noch gucken, ob wir uns noch ein neues Gefährt machen. Ich hab nur 6 Munition dabei. Okay. Jungs, nicht runterschießen, ne? Schön friedlich sein. Ich dachte gerade. Ich frage mich, was der Eisberg eigentlich so bedeuten hat, ne? Dass irgendwelche tiefere Bedeutung hat, dass hier ein Eisberg ist oder ob einfach nur ein Eisberg hier sein soll. Warum eigentlich? Oder wir müssen reintauchen. Wartet mal. Eigentlich cool gewesen, ne? Dass man vielleicht von unten reintauchen kann und innen drin ist irgendwas. Ach du Scheiße, das ist ja auch schon wieder eine große Insel.
das unter mir geht ganz schön weit nach oben. Hallo? So, warte, Mikrofon mal ein bisschen näher machen. So. Was ist das denn für eine Mordsinsel? Der Kriegstreiberstamm. Die ist ja auch schon wieder so riesig. Erstmal den Mond mit fotografiert. Wollen die nach Hause telefonieren? Die scheint ja echt mächtig groß zu sein. Und gleich gruselig. Da ist wahrscheinlich T-Net mit drauf. War da gerade was Rotes? Nee, war ein Gebäck oder so. So, was haben wir denn hier? Die weiße Klippeninsel neutral. Sag bloß, wir hätten hier uns eine Base raufpacken können. Gucken wir uns mal an, vielleicht gibt es hier irgendwas. Erstmal machen wir kurz ein bisschen Benzin hier rein. Ich habe eine Waffe und ich werde sie benutzen. Eigentlich jedes Mal, wenn es Nacht wird. Ist hier überhaupt was? Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Base. Eine Insel zum, für eine Basis. Groß, weitläufig. Hier könnte man sowas Rundes hinzimmern. Und dann könnte man von Weitem eigentlich gucken, wenn sie auf die Insel kommen. Wahrscheinlich ist sie dafür gedacht. Ja, mir war es klar. Sorry Leute, heller wird's nicht mehr. Ich sehe jetzt nichts, was ich looten könnte. Außer die Bäume hier. Ui. Was haben wir denn hier? Ein Gummientchen. Wenn das jetzt alles war... Wow. Oh. Ja, Leute, das war diese wunderschöne Insel. Die haben wir schon mal gelootet.
Alter Falter, ich... Schade. Aber wäre, wie gesagt, wirklich eine gute Insel zum... für eine Basis. Problem ist, man ist dann weit weg vom Schuss. Dann ist ja eigentlich wirklich unsere Basis... hier eigentlich schon ziemlich gut. Ups, falscher Knopf. Aber hier kann man groß bauen. Oh, ich dachte gerade. Schön. Dann fehlen uns nur noch die 6 Inseln hier oben und die kleine hier unten. Wie gesagt, die werde ich ganz zum Schluss machen. Ich habe nämlich wirklich das Gefühl, dass da irgendwas kommt. So wie bei Sea of Seas. Sea of Seas, diese Betonung. Wo man dann am Rande des Universums stirbt. Toll, jetzt wird's hell. Danke. Da hinten ist auch noch eine Stadt. Wir gucken uns mal da um. Wir sind ja eigentlich schon auf dem Weg. Hier erstmal Zitrone. Das klebt ihr den Hintern zu. Ach nee, da... Gehe ich da erstmal hin? Na komm, wir gucken uns das an. Ich bin tot. Weil ich kaum Muni dabei habe. 6 Stück. Ich habe auf meine Munition gar nicht geachtet und bin einfach losgebrecht. Ashbourne-Vorposten, die Jägervereinigung. Schade, dass ich kein Zielfernrohr habe. Das hat ganz schön viel gedauert gerade. Mein Boot bekommt Schaden. Bleibt ruhig. Ruhig bleiben. Ich brauche bessere Munition. Ich kann nicht mit, weiß ich wie viel Schuss, 6, 12 Schuss vom Gewehr dahin. Ihr leuchtet aber. Ich meine, wir können es gerne mal trotzdem ausprobieren, aber die scheinen sehr gute... Rüstung zu haben. Hi.
Wie jemand rauskommt zum Spielen? Hallo? Headshot, hab ihn. Bevor ich irgendwas anstelle, ne? Hey, Kumpel. Ja, komm. Hier, put. Ja. Warm. Wärmer. Dieses Wasser geht mir gerade so auf den... Okay, ich kann nicht reinschießen. Dieses Wasser. Beide Headshots, super. Noch ein paar mehr. Ich blute. Puh. Ich sehe dich, mein Freund. Danach. Wir machen das ganz gemächlich, ne? Ja. Den Wesker-Verschnitt haben wir. Ich sollte mir mal Tabletten mitnehmen. Da bewegt sich noch einer. Der macht Yoga. Scheiße. Voll daneben. Volle Möhre daneben. Ich werde sterben. Dieses Wasser, ey. Was?
Ich brauche andere Waffen. Zumindest Medizin, das bräuchte ich. Aber hey, den Spaß habe ich mir mal gegönnt. Ey! Und coole Kiste. Ja, wenigstens ein bisschen Spaß hatten wir. Ah, scheiße. Ah, ich brauche bessere Muni. Ich wollte mal gucken, ob ich so durchkomme. Mit einer Pistole. Kann das Boot auch mal schneller. Ich glaube, wir müssen mal gucken, ob wir ein bisschen Eisen finden oder so. Wartet mal, gibt es hier was Neues? Hui. Hallo, ignoriert die Löcher in meinem Körper. Ist alles schick. Nee. Und die Halloween-Tante ist immer noch hier. Keine Weihnachtstante, ist ja seltsam. Ja, wackelt, sitzt und weiß ich was. Mit Luft dazu. Gut, wir haben ja nichts. So, guten Tag. Ich hätte gerne einmal unten. Mitte. Oh, ein bisschen haben wir noch. Achso, ja. Ist ja immer ein bisschen anders pro Spiel. So, teilen. Die nehme ich mal mit. Und wir nehmen einfach mal voller Freude die 60 Schuss mit. Gut, ich brauche Medizin. Vielleicht sollten wir uns Medizin holen. So, guck mal hier, hier. Ja, pack rein. Pack rein, rein, rein damit. Schick. Jetzt haben wir eine Gummiente. So. Die habe ich wahrscheinlich irgendwo noch anders. Oben. Oh mein Gott. Oben sind meine Lebensmittel. Ich habe mich vor der Katze gerade erschrocken. Ich erschrecke mich vor der Katze. Ist nicht dein Ernst? Das Fleisch sieht leicht eklig aus. So, ich kaufe mir jetzt die Medizin, die da drüben noch ist. Und ein paar Klamotten verkaufen wir. Ich weiß nicht, ob die Klamotten irgendwas bringen, aber ein bisschen schon, glaube ich.
Die können wir wegpacken. Das, das, das auch. Oh, ihr solltet auch gucken. Level 3. 1, 2 könnte man auch noch. 2 ist auch noch. Naja, wir haben eigentlich bessere Waffen, ne? Weg. 1 weg. Das hat eine 4. Achso, haben wir. 1 weg. 1 weg. 1 weg. 1, 1, 1. 3, 1. 2, 2. Gucken wir uns nochmal an. 1, 1, 2, 2, 3. Werden wir, glaube ich, nie anziehen, groß. Ach du Scheiße. Was für Schuhe hatte ich denn jetzt an? Hier? Mein Minirock. So, gucken wir mal, was wir damit anstellen können. Ui, auch scheiße. So, wir sollten speichern. Und wir sollten ganz schnell rüberschwimmen. Ich muss meine Leuchte noch die Batterien aufladen. Guten Tag. Quatscht ihr mich beide gerade voll? Einmal mit... Oh, warte. Deal. Die ist so, so fasziniert von meinen ganzen Klamotten, dass sie mir wirklich Schmerzmedikamente gibt. Leicht trage ich. Mhm. Ich glaube, die kosten 50, kann das sein? Scheiß drauf, ja, hier, komm. Die bietet eh nichts Besseres an. Danke. Ein paar Päckchen zum Schmeißen. Arschbombe. Wetten, ihr Kleiderschrank ist komplett voll mit sämtlichen Klamotten. Hier ein paar Peen für dich. Mit Freude. So. Batterien wären ganz toll. Alles klar. So. Wir gucken in die falsche Richtung.
dann haben wir ja eigentlich wirklich bald die komplette Karte durch, bis auf 7 Inseln, die wir uns noch angucken müssen. Naja, auch natürlich mal kurz raufgehen und gucken, was sie da haben. Das kommt noch dazu. Und dann sind wir mit der Karte komplett durch. Na okay, die fehlt auch noch hier unten. Alles klar, meine Lieben. Dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Wir haben ein bisschen die... den Jägerverband ein bisschen gestänkert. Die wissen jetzt, was Sache ist. Und in der nächsten Folge werden wir mal mit mehr Munition dahin gehen. Und kann ich mir nicht eine bessere Rüstung machen? Ich glaube nicht, ne? Da fehlen mir die Eisenplanten. Aber wir wollten noch was anderes bauen. Ein Bötlein oder so. Das hier. Oh! Ein Holzboot. Es sieht für mich nicht aus wie ein Holzboot, aber okay. Es wird auf jeden Fall spaßig. Gut. Ich gucke nochmal kurz hier. Haben wir hier die Polizeiweste? Armeeweste. Ach, Jemine. Dieses Wasser. Aua. Mich kotzt dieses Wasser gerade heute irgendwie. Die haben mir meine ganzen Waffen genommen. Das sind doch Mädels. Kann das sein? Ich glaube, ich habe nur Mädels genietet. Umgenietet. Das ist eine ganz komische Kombi. Oh. Das waren die letzten, die wir... getroffen haben. So. Danke für die Kooperation. Ei. So. Der Gerät kommt mal hier hin, da wo meine Munition noch vorher war, die ich verballert habe jetzt. So.
Ich muss mal nach meinem Boot gucken, ne? Wow, das wäre beinahe kaputt gegangen. Kann ich nicht einen Roboter hier hinzimmern und dann können wir mit einem Roboter irgendwie... Komisch ist, dass sie wirklich nur angeschwommen kommen. Aber nie mit Booten, ne? Können sie sich anscheinend nicht leisten. Okay. Auf, Alter. Alter, eigentlich muss man immer durchgehen und die ganze Basis kontrollieren, wollte ich gerade sagen. Kontrollieren. Die haben einfach mein Schild angeschossen. Die gemein kleinen Leute. Oh, das hier auch. So, mein Boot wurde vorhin angeschossen. Ja, definitiv. So, was sagst du? Nichts dergleichen. Gut. Meine Lieben, wir hatten wieder ein bisschen Stress mit unseren Nachbarn, aber haben wir gut hinbekommen. Und deshalb würde ich sagen, ich bedanke mich heute fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.